und ja. So super geil, dass du da bist. Danke. Das geht den ganzen Abend schon so. Erst hat sie einen Sponti-Spruch nach dem anderen rausgehauen und dann hat sie mit Justus geknutscht. Was? Nein, gar nicht richtig. Gar nicht richtig. Nein. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du rappen kannst, Bitch. Danke, Bitch. Was machst du hier? Ach, ich wäre schon einen Tag früher hier gewesen, aber aufgrund des Sturms ist der, danke, komplette Flugverkehr eingestellt worden. Wow, coole Dose. Ja, Finger weg. Entschuldigung. Da ist Philipp. Hä? Und jetzt sitzt der mal neben dir? Ich bin doch in den Himalaya gereist, um Philipps Asche zu verstreuen. Aber so ganz trennen konntest du dich dann nicht? Doch. Ich habe die Asche in den Himmel geworfen und ein bisschen ist in meiner Kapuze gelandet. Ja, ich habe es zu spät gemerkt und seitdem reist ein kleiner Teil immer mit. Fragt sich nur, welcher kleine Teil von ihm? Große. Warum bist du hier? Ich habe gehört, dass Ansgar verschwunden ist. Endlich mal eine, die sich dafür interessiert. Ich hoffe inständig, dass es ihm gut geht. Ach ja? Sag mal was. Von dem Unfall hast du sicher aus der Zeitung erfahren. Also seitdem ist Ansgar verschwunden, aber wir haben heute gehört, dass er in Kanada ist. Wer es glaubt. Sorry. Ja, und? Hat er sich denn nicht gemeldet, angerufen oder so? Oh. Ich habe sein Handy gefunden, aber von ihm keine Spur. Oh, darf ich mal? Habt ihr euch das schon mal genauer angesehen? Mhm. Hier ist ein Video. Mastermind. Mastermind, das ist Ansgars alter, versiffter Stoffhase. Achtung. Du bist cool, Mann. Sau cool. Oh, fuck, Alter, du bist so cool. Und super sexy. Oh, wie typisch. Oh Gott. Du bist schlau. Du bist gerissen. Super gerissen. Du bist genial. Dir kann keiner das Wasser reichen. Und jetzt mach dich nackig. Das ist schlimmer, als ich dachte. Jetzt ist mir alles klar. Oh ja. Sag mal, warum glaubst du nicht, dass er in Kanada ist? Sebastian weiß mehr. Na los. Was verheimlichst du uns?